Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen! Digitalisierung und Gesundheitswesen, das ist eine Problemkombo in Deutschland. 20 Jahre gab es teuren Stillstand, dann planlosen Aktionismus. Nun soll die Gematik als Digitalagentur mehr Kompetenzen erhalten und das BMG mehr steuernden Einfluss. Und das ist gut. Weil Digitalisierung zum Wohle der Patientinnen weder durch den freien Markt noch durch Situationen einer Selbstverwaltung funktioniert. Die zentrale Entwicklung und Beauftragung von IT-Lösungen, von Architektur über Basisdiensten bis Standards ist richtig. Und wenn gut gemacht, bringt das Interoperabilität, damit wichtige Dienste für alle und verlässlich funktionieren. Aber das erfordert auch ausreichend Ressourcen. Die Linke fordert außerdem, dass der Gesetzentwurf den Auftrag der Agentur klar bestimmen muss und ausschließen, dass das BMG ihn selbst verändern kann, wie aktuell vorgesehen. Wir fordern auch ein klares Bekenntnis zur Open Source im Gesetzentwurf. Und für die elektronische Patientenakte muss die Digitalagentur eine App für alle bereitstellen, nutzerfreundlich, funktional und sicher. Denn die elektronische Patientenakte eignet sich nicht als Marketingwerkzeug für die Krankenkassen. Vor allem aber muss die Beschneidung der Befugnisse für die Bundesdatenschutzbeauftragte und das BSI rückgängig gemacht werden. Ich vertraue ehrlich gesagt dem BSI mehr als dem BMG, da meine schriftlichen Fragen zeigen, dass seit Jahren 75% der IT-Sicherheitsstellen im BMG unbesetzt sind. IT-Sicherheit hat offensichtlich keine Priorität im BMG. Und das ist gefährlich, meine Damen und Herren. Laut internationalen SicherheitsexpertInnen ist der Gesundheitssektor die Hauptzielscheibe bei Cyberattacken und braucht einen besonders hohen Schutz. Wer in diesen Zeiten IT-Sicherheit nicht hoch priorisiert, verspielt Vertrauen, gefährdet den Erfolg der Digitalisierung im Gesundheitswesen und die Grundrechte von Millionen PatientInnen in Deutschland. Und das darf nicht passieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin.